Hi, ich bin Joachim Olsen und ich zeige euch heute, wie man die dänische Nationalspeise, das Smørrebrød, zubereitet. Smørrebrød gibt es in so vielen verschiedenen Varianten, dass man gar nicht sagen kann, welche Zutaten man im Einzelnen braucht. Oftmals ist es auch einfach eine Frage dessen, was man zu Hause im Kühlschrank hat oder vorrätig hat. Natürlich, je originaler, je dänischer die Lebensmittel sind, umso mehr ist es auch gefühlt, zumindest für mich als Däne, ein echtes Smørrebrød. Aber bestimmte Lebensmittel, die man so nur in Dänemark bekommt, kann man auch variieren. Es gibt bestimmte deutsche Pendants, die vielleicht so ähnlich sind. Ich zeige euch heute die Zubereitung von drei verschiedenen Smørrebrøds. Eins mit Käse, eins mit Fisch, eins mit Fleisch. Ich habe auch einige Smørrebrøds schon vorbereitet, sodass ihr einen Eindruck bekommt von der Vielfalt. Wir beginnen mit einem Smørrebrød mit Fisch. Dafür benutzen wir das klassische dänische Rugbrød. Rugbrød ist Roggenbrot, das sehr fettarm ist und sehr hohen Vollkornanteil hat. Und es gibt es in einigen verschiedenen Varianten. Wichtig ist immer, dass man ein Brot nimmt, dass man das teilt in zwei Hälften und immer eine Hälfte ist jeweils ein Smørrebrød. Wir beginnen mit Currysild. Das ist ein Curryhering. Der erste Schritt beim Smørrebrød ist immer, dass Butter auf das Brot geschmiert wird. Butter oder Smør ist auch das dänische Wort für Butter. Im nächsten Schritt nehmen wir Romanasalat als Unterlage, weil der Currysild natürlich viel Flüssigkeit hat und wenn das Butterbrot ein bisschen steht, würde das sonst so durchweichen. Dann kommt der Currysild. Wir müssen gucken, dass wir hier ein schönes Stück finden. Im nächsten Schritt kommt, wie man möchte, Apfelmus mit Stückchen oder frischer Apfel in Streifen geschnitten ein bisschen dazu. Das ist so eine klassische Kombination. Als dicke rote Zwiebeln, Kresse und Dill. Wahlweise könnte man auch Schnittlauch oder etwas anderes nehmen. Wichtig ist immer, dass ein Smørrebrød schön dekoriert ist. Das ist A für den Geschmack, aber auch für die Optik. Und fertig ist das erste Smørrebrød. In diesem Fall mit Currysild. Es ist immer die Basis, das Brot mit der Butter, aber dann variiert es natürlich. Es geht in Richtung Ei, in Richtung Käse, in Richtung Fleisch, in Richtung Fisch, auch Resteverwertung vom Vortag. Aber wichtig ist halt immer diese Deko auch on top, sowohl für den Geschmack als auch für die Optik. Also das Auge isst mit und das ist ganz entscheidend. Wir kommen jetzt zu einem Klassiker unter den dänischen Smørrebrøds. Das heißt Dyrlægens Natmal. Das ist übersetzt ins Deutsche die Nachtspeise des Tierarztes. Ich denke, das kommt daher, dass der Tierarzt nachts häufig rausgerufen wurde zu Notfällen. Und wenn er dann nach Hause kam, anstrengende Arbeit, dann hat er sich aus dem, was er im Kühlschrank vorgefunden hat, da noch sein Smørrebrød gemacht, bevor er ins Bett gegangen ist. Und so haben wir zum Beispiel hier die klassische dänische Leberpastete oder Leberpastei, wie sie im Dänischen heißt. Die ist die Basis und ist eigentlich in jedem dänischen Kühlschrank immer vorhanden. Also natürlich nicht bei den Veganern oder Vegetariern, aber ansonsten, glaube ich, gibt es keinen Kühlschrank in Dänemark ohne Leberpastete. Da drauf kommt als erstes das sogenannte Saltkød, also Salzfleisch. Das ist gepökeltes Rind, gepökelte Ochse. Vielleicht vergleichbar am ehesten so mit amerikanischer Pastrami. Und es gibt halt so einen salzigen Geschmack. Dazu kommt dann etwas typisch Dänisches, das heißt Skü. Skü ist eine Art Aspik, das wird so gewonnen bei der Soßenherstellung.
Dazu gibt es Schalotten oder auch Zwiebeln, je nachdem, was so da ist. Gerne auch ein bisschen rote Beete. Zum Schluss machen wir noch ein bisschen Kresse drauf und schon ist Dürrlehns Nattmahl fertig, um verspeist zu werden. Ja, die Bedeutung des Smørrebrøds in Dänemark ist sehr, sehr hoch. Also es gibt ja auch viele feststehende Rezepte und entsprechend gibt es einen Beruf, der nennt sich Smørrebrødmamsel. Das ist ein Ausbildungsberuf, wie in Deutschland auch Küchengehilfe oder was auch immer. Und Menschen, die diesen Beruf lernen, die machen nichts anderes, als Smørrebrød zu streichen. Zum Schluss machen wir jetzt noch ein Smørrebrød mit Käse. Ost, wie es im Dänischen heißt. Das ist in diesem Falle Esrom-Käse. Und die dänischen Käse sind generell eher geruchs- und geschmacksintensiv. Und man sieht das auch schon hier, dieser Esrom-Käse gibt es auch in Deutschland zu kaufen. Passt sich schon von der Form her diesen typischen Smørrebrød-Formen an. Zu dem Käse, da kann man jetzt natürlich sehr, sehr viel machen. Wir nehmen hier mal ein bisschen Ei. Passt halt sehr, sehr gut. Sehr gerne wird aber in Dänemark auch zum Beispiel Marmelade auf Käse gegessen oder Senf. Natürlich nicht alles zusammen, entweder oder. Ein bisschen Gurke können wir noch drauflegen und Radieschen. Das schmeckt dann alles sehr schön frisch. Worauf man vielleicht achten sollte beim Smørrebrød ist, dass alles sehr dünn geschnitten wird. Nicht so dicke Gurkenscheiben, nicht so dicke Radieschenscheiben. Auch das Brot selbst ist ziemlich dünn. Und wird grundsätzlich auch, das ist sehr wichtig, mit Messer und Gabel gegessen, weil sonst fällt alles irgendwo ein bisschen runter. Zur Dekoration machen wir jetzt noch einmal ein bisschen Schnittlauch drauf. Und für den Geschmack natürlich auch. Ja, wenn man möchte, Mayonnaise oder sowas, aber wir lassen es mal bei der leichteren Variante. So, unsere kleine Auswahl aus dem dänischen Smørrebrød-Angebot ist fertig. Ich wünsche einen guten Appetit oder, wie man in Dänemark sagt, velbekomme.